Willkommen an den Klippen von Black Mesa. Ja, geh rein. Jetzt sind wir wieder in einem Schacht. Unser Ziel ist... Boah, was ist unser Ziel? Lambda-Komplex, ne? Immer noch? Nee. Ach. Klau mir doch nicht mein Leben. Ich glaube, ich gehe auf die beiden hier. Immerhin auch diese Stürme, diese Portalstürme, die auftauchen und dann irgendwelche Gegner reinspawnen. Ah, da geht's wieder zur Oberfläche. Ich ahne Übles. Okay, ein paar. Einige Vorräte. Wir werden sie wohl brauchen. Wozu sind die hier? Okay. Die Stelle. Haltet auch schon nach Freeman. Oh, die war doch im ersten Teil so schlecht. Also schwer, meine ich. Geht's hoch? Es gibt auch noch mehrere Wege. Ja, probieren wir doch den mal. Hey Leute, sollen wir mal aufmerksam sein? Au! Das lief nicht nach Plan. Ich glaube, ich mache das anders. Ja, das Problem ist, die können auch Granaten da reinschmeißen. Was sind das für Geräusche? Jesus. Alter, ich muss mich erstmal orientieren. Oh, laut doch erstmal. Was schießen die? Ja, ich war voller. Oh, Scheiße. Wow, was hat mich gerade so schnell gekillt? Granate. Ich glaube, ich gucke mir den anderen Weg nochmal an. Was haben die da für eine Granaten- und Abschussanlage? Irgendwas schießt in Dauerzustand und zieht permanent auf mich und weiß, wo ich bin. Das ist ja ganz unglücklich. Aber erstmal die Infanterie ausschalten. Panzer? Ich hab einen fucking Panzer da. Soll ich den besiegen?
Ja, ich wusste, dass der da war. Hm. Wollte euch nicht spoilern. Deswegen war die Überraschung kurz. Die haben Panzer, die haben Panzer. Hey, ich wollte nicht hoch. Okay, schlechter Plan. Probier ich mal das hier. Das reicht's mir. Ja, ich habe einen Panzer erwischt. Hörst du mal auf damit? Kann ich nicht. Da ist noch einer. Der bewegt sich da doch, das sehe ich doch. Er lebt noch, aber ich habe ihn verletzt. Und seine Kameraden das Gehirn rausgesprengt. Ja, viel habe ich nicht mehr übrig. Bin ja schon oft mit weniger als 20 Lebenspunkten noch irgendwie gut weggekommen. Ja, der Panzer, der ist weg. Gut, der stört uns nicht mehr. Ja, was nehmen wir? Schrot? Mal probieren, was mit die. Ich von der Leiter wegkommen hier. Ach, Leben. Okay, hier geht's nicht auf. Erleben, wunderbar. Da kann man hoch. Gucken wir uns gleich an. Da haben sie einen Panzer hier stehen gehabt. Können wir nicht mehr aus mit Panzern, aber vielleicht war es mit Bradley oder sowas. Das sieht cool aus da hinten. Da hinten ist auch eine RPG da oben abgebildet. Vielleicht gibt es da auch nochmal Supplies. Hier geht die Tür auf. Gefährlich. Kann man nicht mehr zumachen. Gut, gucken wir gleich an. Da ist so eine Art Checkpoint hier. Vielleicht auch die Büroräume oder. Oder dergleichen. Ich denke mal auch, dass das Militär hier auch eine Zweigstelle hatte. Dass hier bestimmt auch irgendwas gelagert hatten. Das war wohl so ziemlich der dümmste Tod, den ich erlebt habe. Power 30%.
Eine Werkstatt. Just because you can climb on it doesn't make it a ladder. Also nur, dass du da nicht draufklettern kannst, macht das noch lange nicht zu einer Leiter. Das ist richtig. Ich kann auch hochklettern. Gut, wir werden nicht zermatscht. Wunderbar. Das war's hier. Ja, ist halt eine Werkstatt, ne? Auch für Privatfahrzeuge, so wie man sieht. Und wir haben wie immer nur einen Weg, den wir gehen müssen, nämlich hier. Also gehen wir da mal lang. Oh, Gewitter. Ah! Drei Raketen. Und ein Panzer ist weg. Sehr gut. Wir fahren hier ganz schön schwere Geschütze auf. Ja, ich wollte gerade nochmal zurücklaufen und Granaten holen, aber ich habe gerade Raketen bekommen. Also es ist gut. Ich schmeiß mir die vor, weil ich die brauche. So, Black Mesa Security wie immer. Wurde einfach von einem Panzer aus dem Weg geräumt. Wo seht ihr mich? Scheiße. Ja, mach das doch. Das war eine der dümmsten Granaten, die ich gesehen habe. Die ich jeweils gesehen habe. Hier lang. Und schon ist mein Strom wieder weg. Nee, nee, nee. Ich schaffe es auch immer wieder, mir den Strom abzustellen. Und schon habe ich wieder Strom. Moon, Schrot. Gut. Und ein bisschen Leben. Das muss ich immer mitnehmen. Ja, ich finde genug Leben auf dem Weg. Das ist statistisch erwiesen hier. Tut mir leid, ich kann sie nicht so weit schleudern. Dinge sind Gold für mich gerade. So. Jetzt haben wir schon drei. Aber ich glaube, ich werde sie nicht lange mitnehmen dürfen. Oh, hier gibt es Vortigons. Gab's. Ein ziemlich stiller Security Checkpoint. Ja, hier haben auch die letzten Black Mesa Angestellten sich verschanzt und konnten nicht überleben. Tja, so viel dazu. Und schon ist mein Leben weg.
Was zum Henker ist das denn? Ah, einen Rückzug gibt's nicht. Der wollte auf Nahkampf kommen. Ich weiß nie, welche Waffe ich nehmen soll, deswegen switche ich so oft hin und her. Aber bei Bodyguns nimmt man am besten die anderen Dinge. Au! Geil, dann darf ich ja wieder aufpassen. Warum hat Black Mesa das gemint? Steht denn da überhaupt? Gesperrtes. Gesperrter Bereich. Hochsicherheitslagereinrichtung. Halte dich fern davon. Das wird wohl mein Weg rein sein, ne? Ja, das ist alles vermint hier. Huch, sehe ich da was? Lass mich das mal anschauen. Ich muss noch näher ran. Geben wir mal noch eine Mülltonne. Nein, ich will nicht über die Karte springen, ich will darüber gucken. Das Spiel lässt mich aber gerade nicht. Ja, dann fick dich doch. Ich dachte, man kann doch in den Boden reingucken. Das wollte ich gerade beweisen. Wurde mir aber nicht vergönnt. Ein Scharfschütze. Da drin? Sah gerade so aus, ne? Aua. Alter! Was hat denn der für ein Aim? Stirb. Jetzt müsste er weg sein. Ja, er ist weg. Das ist natürlich auch doof für den Wissenschaftler, aber dass der so lange überlebt hat, ist Wunder. Aber gut, jetzt gibt es auch noch Scharfschützen. Oh, Freude und ein Minenfeld, durch das ich durchwarten darf. Uns bleibt aber auch nichts erspart.
Aber seid froh, dass man die sehen kann. In Half-Life 1 konnte man die gar nicht sehen. Da waren die wirklich unsichtbar. Machen wir so einen breiten Korridor, durch das ich laufen kann. Ich hoffe, ich treffe auch alle. Das ist eine Türklinke. Okay. Ja, wie schnell bin ich die wieder los? Bild. Boah, ich wusste sowas. Ja, ich hab getroffen. Not bad. Och, und dann ist es hier nichts. Der hat ja richtig Ärger gemacht, der Scharfschütze. Wenn ich jetzt irgendwie, weiß der Geier, wohin gegangen wäre, in die Richtung, da hätte er mich erwischt. Hier zum Beispiel. Da hätte er mich ja schon gekriegt. Oh Scheiße, ich habe nicht auf Minen geachtet. Oh, hier steht alles unter Strom. Machen wir es aus, bevor wir von 10.000 Volt gegrillt werden. Liegt was. Hier darf man nicht hoch. Das ist ja schon fast eine Bunkeranlage hier. Wir sind definitiv im militärischen Teil von Black Mesa angekommen. Okay, was haben wir hier? For the Lambda complex, aren't you? I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Was soll denn da so gefährlich dran sein? So schlimm kann es nur nicht sein hier. Hallo? Ein paar vermiente Wände? Die können wir doch nicht aufhalten. Did you understand that last announcement? Proceed with extreme caution, ich sehe gerade. Das zünde ich. Besten fern. Und mach dann die Tür zu. Nicht rausrennen! Der war tödlich. I can hear those creatures up ahead. Keep your eyes on them. They haven't any clear idea what's at stake. Oh, ich weiß auch nicht. Ich kann das Licht sehen. Ich auch. Okay, also kaputt machen ist keine Option. Tja, dann gehen wir mal hier lang, ne?
Shouldn't we try to capture a specimen? Solltest du das? Mann. Ja, hier kriege ich Minen. Das ist auch wieder so ein Verarschraum hier. Hier muss ich aufpassen. Und, upsala. Da muss irgendwas Großes noch sein. Ja, ich fresse die 10 Schaden, die mit die machen. Ich habe schon auf die Tonne geschossen. Oh, hier ist Gasaustritt. Das ist ja wunderbar. Das heißt, sie darf nicht mehr schießen hier. Hier müssen wir so ein bisschen das hier hinschieben, damit ich hier rüberspringen kann. Oh Gott, ich bin gerade nicht gesprungen. Es existiert auch eine Tür. Wow. Scheiße. Ich bin immer abgerutscht. Es tötet mich auch sofort. Ui, deswegen. Deswegen, das ist die Atomlagereinrichtung hier. Psst. Das ist die Atomlagereinrichtung. Hör mal. Passiert nicht. Muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich mit dem Kopf nicht irgendwo hängen bleibe hier. Hier ist nichts. Hör auf zu stocken. Ups.
Unser Ziel ist tatsächlich der Fahrstuhl in der Mitte, den ihr gesehen habt, wo ich gerade rangezoomt habe. Seht ihr gleich. Nur ist der Weg dahin ein bisschen ätzend. Da auf der anderen Seite müssen wir auch hin. Da müssen wir hin. Den Knopf müssen wir drücken. Da kommen wir aber nur über einen Weg rüber. So, ich denke, das geht. Ja, gerade so. Ja, sind Raketen, ne? Ja, ich hätte die gern. Ups. Und ups. Ha. Also, was ist das eigentlich für ein Viech da hinten? Die sind wir noch nicht begegnet. Ups. Ha. Naja, wie dem auch sei, darf ich unsere neue Waffe vorstellen? Die liegt da auf dem Fußboden. Hm, was ist das? Stecken wir unsere Hand in den Arsch? Hm, ja. Eine neue Waffe. Was macht die? Oh, das werdet ihr gleich sehen. Fakt ist, die hat unendlich Munition. Ist jetzt aber nicht mein Favorite. So, hier kann ich es ein bisschen zeigen. Na, ich zeig's gleich. Ich zeig's, wenn wir ein bisschen Luft haben. Und Ruhe. So schlimm? Okay, ich kann mir selbst leben. Ich wollte ihm das geben. Ja. Könnt ihr leben. Does it look cooler if I hold my gun like this? Oh, sieht gut aus. Gut, hier haben wir einen Barney. Aber Fakt ist, wenn die... Auch. Wenn ich werfe einfach so ab Feuer. Kriege so einen Rücken raus. Geht dann rumschwirren und Gegner suchen. Greifen offenbar. Nee, hey, verbündete nicht an. Und alt macht das ja. Ihr seht, er hat unendlich Moon. Nur im ersten Teil dauert das ein bisschen auflädt. Na, vielleicht werden wir lieber halten, die Waffe. Jetzt nicht weiter. Okay, why not? Didn't want to die alone anyway. Ah, ich glaube, hier kommt sie nicht hoch. Ach, doch. Cool. Und schon wieder sind wir in einem Tunnel drin. I'm gonna stay here and keep a lookout for anyone else who needs help. Das ist richtig. Denn ich glaube, hier wirst du nicht überleben. Das ist eine Ladezone. Das meine ich wörtlich. Ich glaube,
Ich habe halt so dunkle Vorahnung. Ich weiß ungefähr, was ist passiert, aber das ist anscheinend noch ein bisschen her. Weiter. Oh Gott, was ist das denn? Naja, was immer so war, es ist weg. Gut, und beim nächsten Mal machen wir an der Stelle weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.